Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Glastürschloss. Und bei dem Glastürschloss schreibt der Kunde, dass die Klinke hängt und nicht richtig läuft. Ja, das kontrollieren wir gleich mal eben erst. Und dann ist es so, dass hier die Nieten rausgebohrt werden. Das ist natürlich immer ganz schlecht oder nicht so schön für mich. Dadurch habe ich einfach nur mehr Arbeit. Und viele wollen das dann immer selber machen, bohren die Nieten raus und dann kriegen die das Schloss nicht wieder zusammen. Das ist dann eben halt ein Problem. Der Kunde hat jetzt hier Schrauben durchgesetzt, damit der Deckel erstmal drauf bleibt. Und hier ist es eben halt so, da hat er das die Niete komplett weggebohrt. Gut. Mal gucken. Ja, die ist also sehr schwach hier. Okay, bei dem Schloss ist es so, da liegt das jetzt hier nicht an der Feder, die hier drin steckt, sondern das Problem ist hier, ist die Lasche, die hier normalerweise drin steckt, diese hier, die ist weg. Und dadurch bewegt sich hier diese Feder hin und her. Ich zeige das gleich nochmal richtig. Und kann keine Spannung mehr aufbauen. Das heißt, eigentlich ist es so, ich hätte mir das Ganze ersparen können. Das heißt also, dieses hier, was der Kunde gemacht hat, im Grunde genommen könnte man sagen, wäre das jetzt was für die Schrottkiste. Das war's. Aber ich mache das nochmal wieder heile. Das ist also dann für mich kein Problem. Ich kriege das dann wieder hin. Aber wie gesagt, das ist einfach nur für mich mehr Arbeit. Denn dieses hier. Wenn die Lasche hier weg ist und hier muss eine neue ran, das ist für mich innerhalb von ein paar Minuten erledigt eigentlich. Gut, egal. Es ist so, wie es ist. Und jetzt machen wir das erstmal so, dass wir den Deckel wieder festmachen. Und danach mache ich hier das mit der Spange. Das Schloss hat jetzt wieder eine vernünftige Funktion. Hier ist auch wieder richtig Druck drauf. Die Zylinderfunktion. Na, so. Ist auch wieder gegeben. Das Schloss also schließt einwandfrei. Na, das klemmt hier wieder, der Zylinder. So, machen wir ihn da raus. Ja, das hat auch wieder dementsprechend alles eine Funktion. Und hier ist wieder der Pinnippel dran. Das funktioniert auch wieder. Die Nieten sind wieder hier drin. Ja, das kann dementsprechend nicht mehr raus. Ist auch wieder fest und dadurch ist das Schloss wieder funktionsfähig und man kann das wieder benutzen. Ich habe da noch mal eine Bitte. Nicht, dass hier unbedingt die Nieten hier aufgemacht werden, denn ich habe dadurch einfach nur mehr Arbeit. Mir ist es letztendlich egal, das ist immer nur eine Kostenfrage. Nicht? Ich kann sonst ein Schloss innerhalb von 15 Minuten reparieren manchmal. Und wenn die Nieten raus sind, dann sitze ich da eine ganze Stunde bei, um das alles wieder dementsprechend heile zu machen. Gut, vergessen, es hat wieder alles eine Funktion, läuft wieder und dann freue ich mich wieder auf mein nächstes Projekt.